bekomm ich Post. Sie schreiben mir freundlich, lassen freundlich Grüße. Doch manchmal überkommt mich schier das allergrößte Schauder. Offensichtlich sind sie bestrebt, ausgefahrene Gleise zu vermeiden und neue Wege zu suchen. Oh ja, oh ja. Die Atmosphäre des Liedes hat für mich etwas Betrügendes. Das liegt am Ziel der Subjektivis muss ihre Post, pardon, Komposition. Äußert sich zu ihm pulsiv und momentan. Das darunter die Konzentration auf den Gestaltungsprozess der übergeordneten Form. Leiden muss. Um aus dieser stilistischen Sackgasse herauszukommen, müssen Sie sich einmal bei unseren großen Liedkomponisten von Schubert bis Scheck, welcher Schreck, wie wär's mit Schumann? Der Schwierigkeitsgrad ihres Werkes betreffs der Anforderungen an die Interpreten so enorm groß ist, dass ich mich nicht in der Lage gefühle.
nur den Versuch. Außerdem muss ich Ihnen gestehen, dass das ganze Werk, wenn es überhaupt noch spielbar ist, eine seltsame flackrige, ja, geradezu aufgeplustete, doch für welches Publikum ist diese Musik gedacht? Ist aber die inhaltliche, also die ästhetisch-ideologische Seite, die für uns maßgebend ist. Lassen Sie sich jedoch nicht entmutigen. Melden Sie sich bei nächster Gelegenheit ruhig wieder. Uff! Thank you.
entfand es interessant, aller Dings für unser Konzertpublikum noch zu experimentell. Können nur die Sende wirksamsten Werke Berücksichtigung finden. Ein Verlag hat es so an sich ist wirksam in Erscheinung. Schon geschlagen ist. Zum Schluss eine dumme Frage. Lassen sich mit den Mieten neuer Musik nicht auch einmal positivere, freundlichere, ja, unterhaltsamere Gegenstände abhandeln. Freili! Ich meine, das hab ich. Das hab ich. Ich bin getan.